Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Mozzalza. So, in der letzten Folge hatten wir ja mit Blood Magic weitergemacht und einen Apprentice Orb und ein Dagger of Sacrifice bekommen. So, wir legen jetzt mal ein bisschen Scheiß aus unserem Inventar raus. Oh Mann, das gefällt mir momentan gar nicht. Ich muss ja echt mal eine Aufwandfolge machen. Mach ich dann in der Timelapse. Ich werde echt mal gucken, dass ich das hinbekomme. Und wir wollten heute unseren allerersten Zauber mit Blood Magic machen. Und zwar den Sigil of the Green Grove. Who needs a green farm when you have a green slate? Wir brauchen dafür einen Blood Orb, Oak Saplings, Sugar Canes und eine Reinforced Slate. Eine Reinforced Slate ist eine Blank Slate, die nochmal reingeschmissen wird. Und dann würde ich sagen, ein Clean Stone. Und ab geht's. Hier haben wir momentan gar nichts drin. 500 Alter finde. Jetzt könnte ich echt mal so ein bisschen mehr spawnen. Ah, da kommen doch schon die ersten Kandidaten. Sehr schön, den ersten, die Black Slate können wir schon mal machen. Ich muss mir echt mal so ein paar mehr Spawner suchen. Dankeschön! Ich stelle mich dann glaube ich doch mal hier so ein bisschen AFK hin, bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich starte jetzt mal ein bisschen AFK hier rum. Und stirb. Nein, nein, warte mal. Opfer. So, 5000 LP und rein mit der Blank Slate. Ja, das sieht sehr schön aus. Ja, du wirst jetzt mal geopfert. Aber so was von. So, eine Reinforced Slate. Eine Reinforced Slate. Ja. Okay. Jetzt brauchen wir für das Sigil of the Green Grove. Wo haben wir das? 4 Oak Saplings, Sugar Canes und den Blood Orb. Warte mal, warte. Ah, ein paar Selting. Ah, ich hab mich schon gewundert. Das war ein Willow. Hier haben wir schon mal die Sugar Canes. Dann sollten dann aber hier ja. Nein, nicht das Ei. Hab doch schon Ei in der Tasche. Oh, hab ja doch kein Schatz, war ja nur ein Spinnenauge. So, Reinforced Slate und Apprentice Blood Orb. Und wir haben unseren allerersten Zauber. Das Sigil of the Green Grove. Nochmal schnell Knuspedien und nom 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 machen. Nein, Hundis, für euch gibt's kein Nom Nom. Ihr wart böse. Was kann das Sigil of the Green Grove? Naja, nehmen wir mal an. Wir haben jetzt hier so ein Feld. Ernten wir mal schnell ab. Und pflanzen das mal nach, ne? So. Jetzt haben wir ja hier 36 Kartoffeln und das ist noch alles unbewachsen. Wir aktivieren das Siegel. Und es wächst. Es wächst und gedeiht. Einziges Problem, das geht ein bisschen auf unsere LP. Alter, das geht ja richtig. Also man sieht, das wächst echt schon nicht ohne. Man kann dann halt hier nochmal, wir haben jetzt gerade 5350. Wusch. Schon mal so ein... Jo, das wollte ich jetzt nicht. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt schon mal hier so ein bisschen wieder was an Wachstum bekommen. Und jetzt würde ich mal was gucken, ob das geht. Ja, genau, das klappt sogar bei den Magical Crops.
Wachst. Hier ist ein Komposit. Kein Komposit. Nein, böse Pui. Gold ist ja auch noch. Ich muss echt nur noch was ausmisten. Ich sag mal, ist alter Finne. Was da wieder zusammengekommen ist, Alter. Also, ich würde sagen, der erste Zauber hat sich mal gebracht. Was gibt es denn noch, was wir mal machen könnten? Sigil of Haste. Das können wir natürlich noch nicht machen. Hab jetzt gerade keine Lava. Ich habe keine Lava da. Das könnte man aber eigentlich mal machen. Ja, ich weiß, was wir machen. Wir machen jetzt das Water Sigil noch. Und dann waren wir schon wieder hammerproduktiv für diese Folge. War ich schon glücklich mal. Noch nicht mal so ganz unproduktiv, haben wir echt mal was geschafft. Dementsprechend gehe ich nochmal schnell hier Wasser holen. So. Was brauchen wir jetzt dafür? Einfach nur eine Blank Slate, ne? Ja. Dann nehmen wir uns noch einen Cleanstone raus. Entschuldigung, muss mich kurz muten, da hatte ich gerade einen kleinen Huster. Stirb. Alter, man kommt da davon auch noch so viel Erfahrung, das ist krass. So, Blank Slate raus. Dankeschön. Finde ich richtig nettig von dir. Und dann stellen wir die Wasserbuckets mal hier so hin. Ne, nicht das Spinnenauge. Die Blank Slate und das Apprentice Blood Orb. Und wir haben ein Water Sigil. So. Was macht das Water Sigil? Lol. Das verteilt sich nicht. Ja, Arschkarte, das verteilt sich nicht. Also, wir müssen jetzt echt nie wieder Wassereimer mitnehmen. Können wir jetzt alles über Blut machen. Finde ich richtig cool. So. Oh, hier müssen wir das auch noch alles auffüllen. So, ich will euch mal kurz zeigen, was ich vielleicht noch so vorhatte. Und zwar habe ich ja hier diesen Bär. Und ich habe mir gedacht, dass ich mir vielleicht hier so einen kleinen Vorbau mache. Ich werde jetzt so einen Glasboden, wo unten unter Wasser oder Lava ist. Habe ich jetzt mal, ja, es wird auf Lava hinauslaufen. Dann wollte ich hier so rein die Monsterfalle laufen lassen. Ich glaube, das wird doch schon mal ein bisschen besser dann laufen. Aber das ist dann auch ein bisschen Zukunftsmusik. Vielleicht auch noch nicht. Wer weiß, wer weiß. Aber ich meine, das war doch schon wieder eine gute Folge bisher. Und damit das vielleicht noch ein bisschen besser wird jetzt, würde ich mal gerne auf einen anderen Mod langsam mal eingehen, weil ich glaube, Blood Magic nur an sich wird euch auch mal zum Hals raushängen. Aua, Entschuldigung. Mann, die Truhe ist auch schon wieder voll. Ne, nehmen wir halt bei uns. Komm, was einmal da rein. Dolly. So,
Und zwar wollte ich auf einen weiteren Technik-Mod eingehen, und zwar Advanced Genetics. Advanced Genetics war jetzt in den letzten Tagen schon mal in Theorie, soweit ich das weiß. Und ich würde damit auch mal gerne so ein bisschen was machen. Und zwar brauchen wir jetzt erstmal einen Scrapper. Das sind zwei Stone Sticks und Iron Ingot. Stone Sticks habe ich schon. Ja, aber habe ich schon mal. Eins und zwei. Und. Nee, nicht die Schaufel. So, jetzt haben wir einen Scrapper. Das ist so ein Schaber. Kann man sich bestimmt schon denken. So. Und ich habe ja gesehen, dass wir da drüben noch so ein paar Schafis haben. Und da werden wir jetzt mal darüber gehen. Hallo Schaf. Wir machen jetzt einfach hier Rechtseck und bekommen Hautschuppen. Sehr schön. Habe ich mal ein paar Hautschuppen. Das ist ja mal sehr schön. Sehr gut. Wie ein gewisser YouTuber sagen würde. Na, wer weiß, was ich nicht jetzt wenig zitiert habe. Schreibt es in die Kommentare. Und wer das weiß, der bekommt einen Keks. Der darf sich jetzt einen Keks freuen. Oder auf die Schulter klopfen. Klopft euch einfach auf die Schulter. Boah, ich wollte jetzt einfach mal Sandwichbrot, bis ich wieder voll da bin. Der ist schon wieder voll, der ist wieder besoffen in der Aufnahme. Okay, da bringt es auch nichts mehr, das ist so ziemlich bei 0. Da kommen wir noch ein Brot, damit wir voll sind. So, wir brauchen jetzt einen DNA-Analyzer. Dafür brauchen wir dann Stone Toolbird und ein Glas, da gibt es einen Magnifier. Und ich bin schon wieder sowas von voll, das darf es doch echt nicht mehr sein. Dann nehme ich mir mal so ein halbes Stück Cobblestone, gehe nach oben und mach dann da. Nein. Was mache ich denn jetzt schon wieder für eine Kacki? Ja, das ist mittlerweile auch schon recht gut dabei. Also Lava haben wir erstmal en masse. Jetzt haben wir zwei Glas wieder. Sehr schön. Das werden wir aber gerne mal hier ein bisschen schöner dann aufbauen, was ich jetzt hier mache. Komm. Och, da darf. Boah. Wir machen sowas von in den nächsten Folgen mal. Das fertig hier, dass wir mal ein bisschen Ordnung reinbekommen. Also das Lager jetzt. So, wir haben den DNA-Analyzer. Der DNA-Analyzer. Schauen wir mal darauf. Ich glaube, die Truhe müsste dann gleich mal weichen. Das verbindet sich jetzt. Och, nee, ne? Gut. Das hau ich dann mal hier hin, dann machen wir das anders. Der Onkel Doshi hat ja noch einen Notfallplan. Ne, nicht Redstone Energy Cell, Leadstone Energy Cell. Das war auf jeden Fall schon mal so ein Redstone Block, den wir brauchen. Dann brauchen wir Glas und Lead. Wer hätte sich denken können bei der Lead Zone Energy Cell, dass man da Lead braucht? Ich will doch dann mal gucken, dass ich bald mal das erste Let's Play mache außerhalb von Minecraft, bloß. Ich weiß noch nicht genau, ob das so klappen wird, weil ihr wisst ja, ich bin noch nicht so ganz der alte Hase bei den Let's Playern und muss mal gucken, dass ich, wie das da abläuft mit den ganzen Lizenzen und den Publisher-Rechten.
Ich werde auf jeden Fall demnächst mal den ersten Publisher anschreiben. Und wenn alles klappt, wird ein super geiles Game Let's Play demnächst. Und wenn das klappt, oh, da freue ich mich jetzt schon drauf. So, Leadstone Energy Cell. Setze ich dann mal nach hier. Und dann sollte ich bestimmt noch irgendwo Conduits haben, oder? Jawohl. Gut. Und dann machen wir jetzt mal hier, tun wir die raus und nehmen uns die Gold Transport Pipes. Ich mache vorsichtshalber erstmal nur zwei, weil ich habe das. Ja. Boah, ich merke schon, da ist aus der Schule raus. So fertig. Aber das verbindet sich jetzt auch nicht. Hat ein 20 Netflix. Bitte sagen wir, die haben Kabel. Jetzt sagen wir nicht, wir brauchen wirklich den Kompost. Gut. Wir müssen dann doch anders rangehen. Das ist ja jetzt natürlich wieder richtig toll. Boah, alter Finne. Ey, was hab ich heute wieder einen tollen Tag, da glaubt er nicht. So, erstmal weg mit den Pipes. Nein, nicht der O. Oh, weißt du was, das reicht mir jetzt mit dem Ofen. Ach, das ist. Ihr merkt schon, ich bin heute wieder richtig gut dabei, ne? So, wenigstens etwas. Spinnenaugen, eins. Sechs. Combustion Generator. Das sollte jetzt aber dann schon mal, wenn wir den befüllen. Ich weiß gar nicht, gibt es eigentlich noch andere Energie vor? Kurz husten. Ja, aber das ist gut. Oder? Ich finde das aber sowas von Kacke, dass jetzt Applied Energistics, sage ich jetzt schon. Hier. Weil Expansion keine Kabel mehr hat. So, auf jeden Fall, wir haben jetzt die Skinscales. Die hauen wir da rein. Das dauert jetzt einen Moment. Ich glaube, wir machen da sogar noch einen Overclock. So, vier auf Overclocker rein. Das Gold sollten wir ja mittlerweile wieder drin haben. Und vier Overclocker-Upgrades. Haben wir da rein, dann sollte das jetzt schneller gehen. Und wir haben eine Cell und eine Organic Drop. So, das machen wir jetzt mit allen. Der Organic Drop, das ist Abfall, das wird verbrannt. Die Zelle, die können wir jetzt craften in ein Basic DNA Dictionary oder ein Advanced DNA Dictionary oder dann auch schon in den ersten Maschinen. Die Zellen lassen sich, wie ihr schon seht, nicht stacken, aber der Organic Drop. Sorry, den habe ich jetzt gerade nicht gespürt. Und dann machen wir als nächstes den DNA-Extractor, aber dafür brauchen wir doch schon ein bisschen was an DNA, wie ich sehe.
Aber ich würde sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge, denn ich glaube, ich habe diese Folge schon ein bisschen länger gemacht, als ich wollte. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkungen, Kritik, alles in die Kommentare. Schaut auch nochmal bei Sigurin vorbei, der wird sich auch noch freuen über ein Abo und Like. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Minecraft Mod Salsa. Bis dahin, tschüss.